Hallo. Happy Halloween, Leute. Es wird Zeit für das Ende von Human Graffiti. Tatsächlich muss ich erstmal nochmal kurz gucken. Ja, wir müssen jetzt mal runtersteigen. Ich will erstmal gucken, was hier ist. Hat sich hier irgendwas verändert? Nee. Ich frage mich immer noch, was diese Höhle ist. Ich glaube, das fragt sich jeder. Aber anyways. Ich habe nachgeguckt und es kann sein, je nachdem wie cool wir waren, haben wir gar nicht, können wir gar nicht zwei Endings haben. Es gibt zwei Endings. Aber je nachdem können wir nur ein einziges Ending sehen. Aber das sehen wir jetzt. Oh. Ah. Okay. Wir müssen die hier dann wahrscheinlich da drauflegen, die Effekte. Oder wird das automatisch gemacht oder wie machen wir das? Ich drücke gerade alle Tasten. Aber nichts passiert. Huh, okay. Was hat dieses Bücherregal zu tun? Ich weiß es nicht. Nö, hier passiert noch nichts. Okay, lol. Das ist jetzt, das ist jetzt natürlich unfortunate. Was müssen wir jetzt machen? Hallo? Wie kann ich die Effekte da drauf machen? Bin ich irgendwie zu blöd dafür? Das bringt uns wieder hier hin. Ja, okay, das heißt, ich kann... Hä? Was muss ich denn dann machen? Ey, Spiel, jetzt verwirrst du mich. Okay, ich muss das seitlich machen. Ich darf nicht vorne sein, ich muss das seitlich machen. Oh, oder jeder... Okay, ich sehe schon, jeder Effekt hat sein... Nein! Jeder Effekt hat seinen eigenen Platz. Das ist es. Oh, okay. Dann ist es jetzt ein großes Such- und Ratespiel. Welcher Effekt hat welchen Platz? Das hätte man auch schöner lösen können. Natürlich ist es wahrscheinlich der letzte, den ich untersuche. So hat das funktioniert. So hat das funktioniert. Okay, scheinbar ist es doch random, aber nicht bei allen. Oder ich habe einfach doch Glück gehabt mit den Effekten jetzt, dass die so angeordnet sind. Hä? What the fuck? Hm, Moment. Doch, die haben eine bestimmte Reihenfolge. Och, nö. Das ist ja lame. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Und man muss es seitlich machen. Oder die haben doch keine Reihenfolge. Man kann es doch machen. Doch, die haben eine Reihenfolge. Was für ein Clusterfuck. Thank you.
Also ich meine, es ist lustig. Andererseits so extrem nervig. Extrem nervig, wenn man nicht weiß, in welches kommt jetzt wo rein. Okay, nee, Pillar muss ich. Das meinte ich jetzt. Also, zum Beispiel jetzt bei Pillar. Wir können uns gar nicht bewegen. Wir müssen den perfekten Platz jetzt finden. Sonst funktioniert das ja gar nicht. Oh, okay. So viel dazu. Also, ich meine ja nur. Ist ein nettes Gimmick, aber nicht für 20 Effekte und wenn jeder seinen eigenen Platz hat. Wenn jeder. Wenn es egal wäre, welchen Platz die hin könnten, dann von mir aus. Dann wäre das weniger schlimm, aber so. Ich weiß, ich kann auch nur meckern. Und hey, wir sind ja fast fertig. Aber mal sehen, welches Ending wir bekommen. So. Oh, wir können auch gar nicht mehr speichern. Oder haben wir noch einen Effekt? Ne, wir haben keinen Effekt mehr. Himmelsgeister, wünsche mir Glück. Oh, wir wünschen dir Glück. Aber wo jetzt lang? Ha. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ich kann mich nicht ansprechen. Achso, ich dachte gerade schon. Nö, nö. Will nicht. Miep, miep. Oder müssen wir hier lang? Müssen wir hier noch irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Oder müssen wir nochmal aufwachen? Oh, ich glaube, wir müssen nochmal aufwachen. Das ist vielleicht. Ja, ja, das kann sein. So. Genau. Ja, 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 doch, 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 dann, das ist es jetzt. Ja, ich glaube, hier ist das Ending. So. Wenn der linke Stein weg ist, glaube ich. Ja, wir haben Glück gehabt. Wir können tatsächlich beide Endings sehen. Und das ist jetzt Ending Nummer 1. Ich hoffe, ihr sagt das jetzt gerade richtig, weil so stand das da. Wenn der linke Stein weg ist, dann heißt es, dass wir noch nicht cool genug waren, dass wir noch nicht alles gesehen haben oder nicht genug gesehen haben. Und deswegen mal unser Game upsteppen sollen. Oh, ein Bett. Okay. Warum auch immer die ein Bett hier haben sollte. Okay. Oh, ich glaube, es wird immer dunkler. Ja, die Farben verändern sich. Langsam, ganz langsam und immer langsamer. Nee, immer schneller. Zum Glück immer schneller. Das? Nö, das passiert doch einfach so. Wir laufen aber trotzdem. Alles dann.
dramatisch aussieht. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen mehr an die Kante. Okay, so langsam sollte jetzt was kommen. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber das Bild ist ein bisschen komisch zusammengesetzt. Wenn man sieht, da ist noch eine Naht. Da links. Wo die Bilder zusammen... Oh, okay. Ende 2. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und wir sehen uns nie wieder. Tschüss. Thank you.
Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei einem Part, der wahrscheinlich sowieso schon gerade voll am Laufen ist. Aber für mich war das jetzt eine Reise. Ich habe jetzt so ziemlich alles gemacht. Wir können mal aufwachen. Müssen wir jetzt sogar. Ich habe nachgeguckt und ich habe jetzt so ziemlich alle Effekte, die man finden kann. Ich habe noch nicht alle Lieder, mir fehlen 4 Stück. Aber hey, wie wichtig können die schon sein? Also 2 sind sowieso verbuggt angeblich. Und 2 habe ich einfach jetzt nicht das Interesse, die zu suchen. Aber ich habe jetzt alle Events gemacht. Ich habe im Internet geguckt, was es alles für Events gibt. Und um das nächste Ending zu unlocken, brauchen wir alle oder mindestens 20 Events. Ich habe jetzt um die 23 gemacht oder bis zu 25, weiß ich nicht. Und es funktioniert nicht. Das ist jetzt sehr antiklimaktisch. Also nur damit ihr es wisst, es ist gerade Mitternacht. Ich habe echt bis jetzt habe ich nach Events gesucht, nach weiteren Sachen gesucht. Nur die 2 weiteren Lieder, die mir fehlen, die habe ich nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass die wirklich so benötigt werden. Denn sonst habe ich alles. Ich habe wirklich alles mir auf eine Liste geschrieben. Ich habe alles nochmal gesucht. Ich habe mir alles nochmal angeguckt. Und ich müsste jetzt eigentlich wirklich überall gewesen sein. Ich frage mich echt, woran scheitert das jetzt gerade? Naja. Man kann halt nicht alles haben, scheinbar. Also ich meine, wir haben schon ziemlich viel gesehen. Und wer weiß, vielleicht werde ich das zweite Ende jetzt nicht an Halloween, nicht heute, wo ihr das vielleicht sehen werdet oder wo es zumindest auf jeden Fall hochgeladen wird. Vielleicht werde ich es nicht heute machen. Vielleicht werde ich es irgendwann mal nachträglich einreichen, aber bis dahin ist das offizielle Ende, für mich zumindest, das, was wir im invertierten Raum gesehen haben. Ja, denn ich fand, das war... Also ich hab auch gelesen, übrigens, für alle Leute, die... Also ich habe es selber nicht angeguckt, aber für alle Leute, die ich dann spoilern kann, damit... es scheint nichts Großes passiert zu sein dafür. Es ist eigentlich nur dasselbe Ende wie beim ersten, nur dass wir gegen eine Wand stoßen und dann macht die irgendwas. Aber es ist genauso kryptisch und nichts passiert, also es ist genauso antiklimaktisch. Aber ja, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt und das bessere Ende kriegen wollt, dann tut das. Ich lege euch ans Herz, weil Yume Graffiti war jetzt eine sehr schöne... Ein sehr schönes Erlebnis und vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, das Sounddesign hat mir am meisten gefallen. Also die Songs, die hier sind, die sind echt top-notch, erste Klasse. Ja. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, wenn euch das gefallen hat, dann spielt selbst. Ansonsten... Nee, es gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Ich hoffe, ihr habt ein spooky Halloween. Ich hoffe... Euch hat es gefallen, auch wenn ich jetzt das letzte Ende doch nicht bekommen habe. Aber es scheint wirklich was zu sein, was für viele Leute ein Problem zu sein scheint. Also die Hälfte aller Leute, bei denen ich es gelesen habe, mit dem Ende, die sagen alle, nee, keine Ahnung, warum ich das nicht kriegen kann. Und ich kenne mich leider nicht so gut mit dem RPG-Maker aus, dass ich weiß nicht genau, welche Datei oder welchen Ordner ich nehmen muss, um das Spiel zu debuggen, dass ich das Ende einfach so kriegen kann, dass ich da einfach sagen kann, okay, der Stein soll jetzt da weg und das soll nochmal Durchgang für mich sein. Ich weiß nicht, wie ich das machen kann und ganz ehrlich, ich möchte das Spiel jetzt auch nicht weiter modifizieren. Ich lasse es einfach so, wie es ist. Wer weiß, vielleicht irgendwann mal mit mehr Zeit, mit mehr Geduld, mit mehr Motivation hole ich noch die letzten 2 Songs und dann können wir
vielleicht das Ende sehen, aber bis dahin ist für mich das offiziell und wahrscheinlich auch bessere Ende einfach das, was wir beim letzten Effekt gesehen haben, weil ich denke, ich werde das einfach mal als letztes einreihen. Es wird nicht das, es ist nicht das letzte, was ich gefunden habe, aber es ist das letzte, was ich einreihe. Also dann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen, der heute ist bei euch. Im besten Fall Halloween. Dann hoffe ich, hat euch Halloween sehr gefallen oder wird euch noch sehr gefallen. Wer weiß, wenn ihr das guckt. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Habt noch einen gruseligen Tag.